Was verbirgt sich hinter Landschaft? Harald, schön, dass du heute bei uns bist, hier in der Barocksammlung. Ich habe mir heute für unseren kleinen Rundgang ein Werk ausgesucht. Eigentlich ist es nicht nur eins, sondern es sind gleich vier, die wir heute besprechen. Unser Dachthema war ja das Thema Landschaft. Und ja, jetzt schau dir mal diese Wand an. Ja, wunderbar. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir haben es hier zu tun mit einem Hauptwerk in unserer Sammlung und ein Hauptwerk des Malers Johann Christian Brandt, der ein Wegbereiter war für die österreichische Landschaftsmalerei im 18. Jahrhundert, der im Grunde auch den Weg geebnet hat durch seine Naturauffassung für die Folgegenerationen der Landschaftsmaler hier in Österreich. Und das Werk, was wir hier sehen, besteht aus vier Teilen und es zeigt oder es trägt den Titel vielmehr Die Reiharbeize in Laxenburg. Und der Titel, der sagt eigentlich schon, was da passiert. Wir haben es mit einer Jagd zu tun, mit der Reiharbeize, die in der Gegend um Laxenburg sich vollzieht. Also eine Landschaft, die die Menschen hier in der Gegend auch kennen. Genau, eine Landschaft im Süden Wiens, die im Grunde der Haupt- und Lieblingsrückzugsort war von Maria Theresia und ihrer Familie. Sie haben dort häufig die Sommermonate verbracht. Und diese Reiharbeize, die wir uns jetzt gleich nochmal im Detail anschauen, zeigt auch eben einen Ausflug von ihr in die Umgebung von Laxenburg. Ganz kurz zur Zeit, die Reiharbeize, das ist die findet im Herbst statt? Nee, das ist eine, die in den Sommermonaten stattfindet. Hier meistens, oder die kaiserliche Familie war meistens in den Monaten Mai, Juni vor Ort. Und so eine Reiharbeize konnte sich über ganz viele Tage auch hinziehen. Da gibt es auch Tagebucheintragungen, aus denen wir wissen, dass so etwas länger dauern konnte. Und der Maler Brandt hat uns hier im Grunde einen ganzen Tag geschildert. Nämlich das Ganze beginnt oben links mit dem morgendlichen Eintreffen der Jagdgesellschaft, vollzieht sich in der Mittagszeit mit der Reiharbeize an sich. Am Nachmittag findet noch eine Hetzjagd statt und abends zieht sich die ganze Gesellschaft wieder zurück. Also mehr ein gesellschaftliches Ereignis als sozusagen die Försterjagd, wie wir sie kennen heute. Absolut, ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Eine der Freizeitbeschäftigungen höfischer Gesellschaften, eben auch insbesondere eigentlich eine Lieblingsbeschäftigung von Maria Theresia überhaupt. Aber muss man sagen, sind die Habsburger seit jeher sehr, sehr beliebte Jäger gewesen. Und dieses Gebiet bot unglaublichen Reichtum in Bezug auf die Jagd. Und ist sozusagen auch ein Dokument malerisch festgehalten eines Ereignisses, das sich den ganzen Tag hindurchzieht. Genau, die Tageszeiten ist nochmal ein wichtiger Punkt oder Stichpunkt. Das kann man hier vielleicht in der Zusammenschau auch besonders gut sehen, denn morgens kommt das Licht sozusagen von Osten in die Landschaft hinein. Man sieht, wie sich die Lichtqualitäten verändern über den Mittag hin zum Nachmittag. Die Schatten werden etwas länger und abends wird es dann schon langsam wieder dunkel, also eben auch eine wirklich stimmungsvolle Schilderung eines Tages. Und der sozusagen der normale Besucher erkennt ja eigentlich durch dieses Motiv des Pavillons, dass es sich hier jeweils um die ähnliche Situation handelt, aber jeweils mit einem anderen Blickwinkel. Richtig. Wir haben sozusagen hier verschiedene Standpunkte, die Brandt wählt, um auf dieses Treiben zu schauen. Im Grunde würde es fast ein Panorama ergeben, würde man diese Bilder nebeneinander hängen. Sie haben alle ungefähr die gleiche Horizontlinie und wenn man sie sich vorstellt in einer Ebene, so ergeben sie einen wunderbaren Rundumblick oder quasi Rundumblick in die Gegend. Ja, und wenn du möchtest, können wir uns jetzt noch mal ein paar Details vielleicht genauer anschauen. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir hier zum ersten Bild.
Wir sehen jetzt die Szene um die Mittagszeit, ist das richtig? Das ist richtig, genau, Harald. Wir schauen uns jetzt die Mittagsszene an und es ist so, dass eigentlich die Jagd in vollem Gange ist. Was man daran sieht, dass kein Mensch mehr da ist. Das Lusthaus ist verwaist und alle sind unterwegs und auf der Jagd. Und wie so eine Jagd sich vollzieht, kann man sehr schön eigentlich sehen, hier in dieser Situation. Da haben wir einen Falkner zu Pferde, der ist beritten und das sind sie eigentlich immer, weil sie nämlich ihren Falken auf relativ hohe Distanzen folgen müssen, die nämlich dann ja die Reiher für sie fangen. Ja, und da sieht man, wie sozusagen das Pferd durch das Kornfeld prescht. Andere sind dabei, schauen zu, helfen, unterstützen. Mir gefällt ja eigentlich das ganz gut, wie man sozusagen zu diesem Falken kommt. Mhm. Weil ich sehe hier auf der rechten Seite diese Figur, die mir schon die Richtung angibt, in diese Richtung zu schauen. Und dann sehe ich den Reiter hier, der wiederum mit seiner Hand in Richtung des Falken. Und auch dieser Reiter reitet in diese Richtung. Mhm. Das heißt, wir werden eigentlich schön hingeführt zu dieser Szene, die eigentlich sehr klein ist. Also da muss man ja wirklich hingeführt werden, weil es so, absolut, so ein scheinbar unwesentliches Element ist. Also man muss sehr genau schauen, erstmal, bis man die Szene erkennt. Und die Figuren leisten eben genau das, was du beschreibst. Häufig haben diese sogenannten Staffage-Figuren ja genau die Aufgabe, dass sie als Repoussoir wirken, in das Bild hineinführen, die Aufmerksamkeit leiten. Und das passiert hier sehr, sehr schön. Ich sehe unterschiedliche Kleidungen. Das heißt, da gibt es auch unterschiedliche wahrscheinlich Bevölkerungsgruppen, die da in dem Bild dargestellt sind. Genau, und das ist spannend, denn wir haben hier eben nicht nur die Hofgesellschaft, das heißt die Teilnehmer der Jagd, die eben bei dem Geschehen dabei sind, sondern wir haben auch zum Beispiel hier unten rechts die Landbevölkerung, Frauen, Männer und Kinder oder auch hier eine Gruppe rastender Bauern, die sozusagen als Signum für die ländliche Bevölkerung in diesem Bild vorhanden sind. Und das ist eigentlich auch nochmal vielleicht ein ganz interessanter Aspekt dieser Staffage hier im Bild, dass eigentlich durch die Kleidung, wie du schon gesagt hast, oder durch den Habitus die verschiedenen sozialen Gruppen definiert werden, die es zu dieser Zeit gibt. Und die scheinen hier auch sehr harmonisch miteinander zu leben. Es gibt sogar, wenn man sich diese Situation hier anschaut, eine Kommunikation zwischen den Schichten, eine vermutlich nur punktuelle Durchlässigkeit sozusagen. Ja. Jetzt, was ist denn jetzt eigentlich dargestellt? Also beziehungsweise, wer war der Auftraggeber dieser Landschaften? Der Auftraggeber war die Kaiserin höchstpersönlich, Maria Theresia, die diesen Zyklus in Auftrag gegeben hat für das Schloss Laxenburg, das ja eben ein bevorzugter Ort für sie und ihre Familie gewesen ist. Und wir stellen uns das so vor, dass in diesem Schloss diese vier Gemälde eigentliche Wanddekorationen eines Saales, eines Zimmers gewesen sein werden. Also es ging schon auch um ein bisschen politische Repräsentation des eigenen Besitzes. Absolut. Dessen, was man hat. Und das ist genau der Punkt, den wir eigentlich auch ja heute so ein bisschen umkreisen wollen, nämlich welche sozialen, soziologischen Aspekte liegen vielleicht hinter diesen Landschaften oder verbergen sich darin. Also das eine, was wir lernen aus soziologischer Sicht in diesen Bildern ist, wie spielen sich Festivitäten bei Hofe ab, wie verbringt der Hof seine Freizeit und da war eben die Jagd eine bevorzugte Beschäftigung. Aber das ist eigentlich nur das vordergründige Thema. Vielmehr geht es ja hier, und jetzt kommt die Landschaft ins Spiel, die Brandt so grandios ins Bild setzt. Es geht um das Herrschaftsterritorium, das damit auch abgebildet wird. Es geht darum zu zeigen, welche Schönheit das Land hat, wie groß es ist, wie reich. Und eben diese Gemälde, die im Übrigen häufig sozusagen in repräsentativen Schlössern hingen, zeigen demjenigen, der sie betrachtet, weisen im Grunde ein Herrschaftsgebiet aus. Interessant ist jetzt schon auch, dass dieses Bild eine sehr schöne sozusagen Stimmung auch darstellt. Also es ist jetzt nicht nur, dass ich die Jagdszene erkenne, sehe, was da los ist, die Repräsentation der Ländereien etc., sondern es ist ja schon auch eine fast eine Impression dieser Landschaft und eine Genauigkeit,
die wir eigentlich meistens mit der Moderne, mit der klassischen Moderne assoziieren, dass die Künstler rausgegangen sind, und draußen gemalt haben, Bilder eben vor Ort entstanden sind. Ist der Künstler da vor Ort gewesen? Hat Absolut. Er das gesehen? Genau, also die Freilichtmalerei, das Naturstudium, das Freilichtstudium setzten schon zu dieser Zeit ein und da ist Brandt hier im österreichischen Raum einer der Wegbereiter. Er geht tatsächlich an die Orte und gibt auch diese Art der Lehre weiter als Professor für Zeichen, Landschaftszeichen an der Kupferstecher Akademie in Wien. Und er ist damit jemand, der eben diese Entwicklung, die dann auch sich wunderbar ins 19. Jahrhundert fortschreibt, einfach initiiert. Ja, interessant, weil wir kennen ja diese dann eher sozusagen vom französischen Impressionismus. Absolut. Die Darstellung einer Szene zu verschiedenen Tageszeiten und dass das natürlich auch seine Vorläufer hatte. Ist ganz interessant zu sehen. Genau, die Impressionisten haben sich ja dafür interessiert, sinnesphysiologische Eindrücke wiederzugeben und eben vor allen Dingen sich auch auf Wetterphänomene, Situationen, eben den Abdruck, sage ich mal, der Retina, mehr oder weniger auf die Leinwand zu bannen. Hier geht es schon darum, wirklich topografische Merkmale wiederzugeben. Aber man muss sagen, Brandt ist nicht ein Kartograf oder Topograf, sondern wenn man sich die Landschaften anschaut und sie mit der Wirklichkeit vergleicht, sind es immer auch Konstruktionen. Aber welche, die sozusagen einem Natureindruck sehr nahe kommen. Interessant ist eben diese diesige Mittags, sozusagen schwüle Mittagsstimmung durch dieses bläuliche, die Landschaft, die ja nach hinten hin immer einen grünlich-bläulicheren Schimmer bekommt und dadurch auch Distanz und auch diese atmosphärische Eigenschaft darstellt. Und interessant ist auch, dass er in allen seinen Darstellungen einen erhöhten Standpunkt wählt. Das heißt, als Betrachter hat man so ein bisschen eine Rundumschau von einem erhabenen Standpunkt aus und kann wirklich diese Landschaft um Laxenburg wunderbar betrachten. Na, sehr schön. Es ist auch die Dynamik durch diese Diagonalen und also man sieht ganz schön im Gegensatz zu den anderen, die dann doch eher, wie du sagst, eher vielleicht dokumentarischen Charakter haben, ist hier wirklich auch malerisch diese Dynamik, diese Schnelle, der Falke, der da vorbei fliegt und der berittene Falkner, der ihm folgt. Diese Dynamik ist durchaus spürbar. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs aufs letzte Bild noch einmal schauen und uns anschauen, wie dort die Jagdgesellschaft sich am Abend auflöst. Wunderbar. Und was gefangen wurde. Und was gefangen wurde, genau. Ja, schau, und hier sozusagen wird nun der Abend begonnen. Die Festgesellschaft zieht sich zurück. Wir sehen, die Kutschen werden gebracht, die leeren Kutschen herbeigefahren und die gefüllten Kutschen entfernen sich. Hier sieht man nochmal ganz schön, was es mit der Reiherbeize auf sich hat. Hier ist ein Falkner dabei, einen Falken von einem Reiher abzulösen. Ja, und dann die Beute mitzunehmen. Und auch hier haben wir wieder, ja, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, wie auch in dem vorausgegangenen Bild. Der Pavillon hat sich jetzt wieder gefüllt. Und hier hinten in der mehrspännigen Kutsche mit den weißen Schimmeln, da ist Maria Theresia zu vermuten. Im Übrigen ist das ja eigentlich die einzige Person, die überhaupt eine Identität, wenn überhaupt, hat. Die anderen, darüber haben wir auch schon gesprochen, sind eher sozusagen Typen, denn Individuen. Also auch hier, da wird der Maler setzt ins Bild, was er eben an Szenen sich vorstellt, was er braucht. Also das sind dann, also es ist interessant, hier wirkt es jetzt mehr wie so eine disparate Gesellschaft. Während beim ersten Bild hatten wir so eine schöne Dynamik und jetzt gibt es so ganz viele Elemente im Bild und es ist sehr belebt und es tummelt sich einiges. Ja, und trotzdem schließt der Maler diesen Zyklus eigentlich wunderbar ab, denn wir haben im Vergleich zur ersten Ansicht, also die wir jetzt nicht genauer betrachtet haben, aber dem Eintreffen der Gesellschaft, eben auch wieder diesen Blick auf den Berg, den Anhänger im Hintergrund. Wir sehen auch nochmal zum Abschluss hier Laxenburg in der Ferne mit dem alten Schloss und der Pfarrkirche. Was auffällt, ist, dass doch die Landschaft
Unterschiedliches. Also die Bäume erkenne ich jetzt nicht wieder. Was hat es denn du da? Du möchtest auf das Konstruierte hinaus. Genau, genau. Ja. Wie schon gesagt, es geht genau um das, wir haben immer den Eindruck, dass wir es hier mit topografisch korrekten Darstellungen zu tun haben und vieles daran ist auch zutreffend. Mhm. Und trotzdem, es bleibt die künstlerische Freiheit des Künstlers. Er wäre ja sonst eben vielleicht ein eben Topograf oder Kartograf geworden, aber er ist ja ein Maler und er ist dafür bekannt, dass er die Landschaft um Wien entdeckt hat. Durch seine Reisen in die Natur, durch sein Naturstudium und durch sein Freilichtstudium. Ja, und die Freiheit des Künstlers, dem Bilder auch etwas hinzuzufügen, was es sonst nicht gibt. Ja, und die Freiheit des Künstlers ist unantastbar. Genau. Ja, vielen Dank, Maike, für diesen tollen Einblick. Sehr gerne. Schön, dass wir die vier Bilder auch hier so an einer schönen repräsentativen Wand gemeinsam betrachten kann. Und ja. Ja, ich freue mich jetzt auf unsere Fortsetzung in deinem Sammlungsbereich und ja, bin gespannt. Vielen Dank, ja, freue mich auch. Ja.